Es ist das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Österreich, unser Trinkwasser. Doch woher kommt das Wasser in unserer Leitung? Welchen Weg und welche Kontrollen hat es hinter sich? Marcel Schachinger begibt sich auf die Spuren des Wiener Wassers. 1,9 Millionen Wienerinnen und Wiener wollen täglich mit Trinkwasser versorgt werden. Dazu bedarf es eines gigantischen Aufwands. Bis zu 150 Kilometer muss unser Trinkwasser bis Wien zurücklegen, damit es dann aus der Leitung in unser Glas laufen kann. Sein Ziel erreicht das Wasser nach rund 24 Stunden und einem Höhenunterschied von 276 Metern. Wir begeben uns auf die Spuren der ersten Wiener Hochquellwasserleitung. Unser Weg führt uns ins Gebiet zwischen Rax und Schneeberg, ins zauberhafte Kaiserbrunn. Hier liegt die Kaiserbrunnquelle, der Ursprung des Wiener Trinkwassers. Es ist ungefähr nicht ganz 150 Jahre her, da hat man entschieden, die Stadt Wien mit Wasser, mit Quellwasser aus dieser alpinen Zone zu versorgen und hat dementsprechend hier an einem geschichtsträchtigen Platz, wo um 1730 herum der Kaiser zur Jagd war mit großem Gefolge, darum auch der Ortsname Kaiserbrunn, hier eine Quelle errichtet, wo das Wasser im freien Gefälle bis nach Wien laufen kann und dementsprechend dieses feine Quellwasser auch dann für alle Wiener Bürger zur Verfügung steht. Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich der Wiener Gemeinderat dazu entschlossen, die erste Wiener Hochquellenleitung zu bauen. 5 Jahre haben die Fassung der Kaiserbrunnquelle, die Errichtung der fast 100 Kilometer langen Leitung sowie der Bau des Verteilungsrohrnetzes gebraucht. Heute ist sie durch die Erweiterung insgesamt 150 Kilometer lang. Ja, die Leitung selber ist natürlich länger als bis zur Kaiserbrunnquelle, weil mittlerweile der Ausbau der ersten Hochquelle bis in den steirischen Bereich hinüber getätigt wurde. Aber in der Urlänge war es nicht ganz 100 Kilometer, etwas mehr als 90 Kilometer, wo eben dieses Quellwasser von Kaiserbrunn bis nach Wien zum Behälter Rosenhügel im freien Gefälle fließt. Und durch diese lange Leitung fließt auch jede Menge Wasser. Die Fördermengen von erster und zweiter Hochquelle liegen ein bisschen über 200.000 Kubikmeter pro Tag. Das heißt, Wien hat einen Wasserverbrauch, der natürlich zu decken ist. Und dementsprechend schafft aber die Stadt Wien es, mit diesem Quellwasser auch die ganze Stadt hundertprozentig zu versorgen. Der Bau der Leitung selbst war, wie man sich nur unschwer vorstellen kann, zur damaligen Zeit um 1870 ein gigantischer Aufwand. Es gab im Prinzip maschinenmäßig nur sehr wenig zur Verfügung. Es war Handarbeit, bis zu 10.000 Arbeiter entlang der ganzen Strecke von hier bis nach Wien hinein. Allein die Versorgung von diesen Teilabschnitten mit Material, mit Arbeitskraft, auch mit Versorgung der Leute, das war eine gewaltige Herausforderung. Und das Bauwerk ist ja im Prinzip, so wie die Kaiserbrunnquelle jetzt hier vor uns, immer noch dieselbe Bausubstanz wie damals. Heute ist die erste Wiener Hochquellenwasserleitung ein Hightech-Unternehmen. 350 bis 380.000 Kubikmeter pro Tag werden in Wien an Wasser verbraucht. Und während des Weges in der Leitung wird die Qualität permanenten Kontrollen unterzogen. Ja, nicht nur in die Leitungen, ganz wesentlich wird der ganze Fluss des Wassers laufend kontrolliert, nämlich auch online kontrolliert. In jeder Quelle befinden sich dementsprechend Messeinrichtungen auf Top-Niveau, die eben dementsprechend die Online-Qualität des Wassers messen und wir somit nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität des Rohwassers hier in den Quellen genauestens Bescheid wissen, damit nur wirklich perfekte Qualität unsere Stadt erreicht. Um die Quellen zu schützen, ist das gesamte Rax-Schneeberg-Schneealpenmassiv wasserrechtlich unter Schutz gestellt worden. Genauer informieren kann man sich da im Wasserleitungsmuseum Kaiserbrunn. Im Wasserleitungsmuseum wird genau dieser ganze Spannungsbogen zum Thema Trinkwasser für Wien dargestellt. Einerseits sieht man die Historie, man sieht die Entwicklungsgeschichte der ersten Hochquellenleitung insbesondere, weil wir ja hier in Kaiserbrunn sind. Es geht aber auch um die gesamte Wasserversorgung der Stadt Wien. Wir haben sowohl von der fachlichen Komponente her Einblicke in einzelne Thematiken wie Wasserqualität, Wasserquantität, Hydrologie, Hydrogeologie etc. Also jeder findet hier von, man kann sagen, vom Volksschulbereich bis hin zu den Seniorengruppen haben wir im Wasserleitungsmuseum genauso unseren Besucherkreis wie auch aus der Fachwelt. Danach bietet sich ein Spaziergang am ersten Wiener Wasserleitungswanderweg zwischen Kaiserbrunn und Glocknitz durch das Höllental an. Vom Ursprung des Wiener Wassers von Kaiserbrunn direkt das Tal hinaus, das Höllental, das ist eine wildromantische Landschaft, direkt neben der Schwarzer, dem Fluss, den wir hier sehen. Im Bereich zwischen Kaiserbrunn und Hirschwang ist das als alpine Steiganlage geführt, auch mit einigen Stegen dabei,
Also festes Schuhwerk ist wirklich Voraussetzung und wird dann ab Hirschwang entlang den Weg des Wassers, der Schwarzer, auch weitergeführt bis zum Bahnhof nach Flocknitz. Baden gehen gibt es aber nur für Hartgesottene. Naja, Baden ist eine Frage der Temperatur. Also nachdem die Schwarzer ja ein natürliches Gerinne ist, ein Fluss ist, der unweit von hier entspringt, ist natürlich die Temperatur maximal bei einem Bereich so 12 bis 14 Grad in den Sommermonaten. Dann doch lieber etwas temperierter aus der Leitung. Die Geschichte der Wiener Wasserversorgung ist eine lange und sie wird täglich weitergeschrieben.